Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Was soll Verkokel tun? Eine Nitro-Ladung. In dem letzten Part haben wir uns den Orden geholt, haben Eclair Voltwechsel beigebracht und ich bin froh darüber, dass Eclair jetzt Voltwechsel hat. Und wir spielen gegen zwei Terrybugs. Und das eine bekommt jetzt eine Nitro-Ladung direkt ins Gesicht. Tja, so kann's laufen. Und die Bodychecks der Terrybox sind extrem stark. Wir werden deshalb KP-Erholung und einen Supertrank einwerfen. Wir verkokeln. Okay. Wieso ruckelst du noch ein wenig, liebes Spiel? Das ist eine sehr gute Frage. Ist es jetzt Kleopatra eigentlich nur Verfolgung ein und keine andere Attacke, die schön effektiv wäre? Weiß man nicht. Gnirscher. Endlich kriegst du mal ein richtiges Pokémon in den Kampf. Verkokel bleibt bei seiner Taktik. Wenn ich jetzt seinen Kampfbutton erwische, dankeschön. Und Nitro-Ladung. Kaltklinge. Cooler Token. Ich glaube, wenn ich Pokémon Schwarz mal privat spiele, werde ich Otaro als Starter nehmen. Das Pokémon war ja total süß. Mein Pokémon gerade genauso kämpft, wie ich es ihm gesagt habe. Gratulation. Wo waren wir eigentlich? Ihr zwei habt zwar nicht so gewonnen, aber es war ein guter Kampf. Ja, ihr habt ein Pokémon besiegt. Die Pokémon haben sich auch gefreut. Also, mein Junge. Es gibt solche wie dich, die nach Stärke streben, aber es gibt auch solche wie diese beiden, denen es genügt, einfach nur mit Pokémon zusammen zu sein. Es gibt also verschiedene Antworten, wie es Trainern gibt. Auch wenn unsere Definition als Champ voneinander abweicht. Das ist vollkommen in Ordnung. Gehen wir zu Merea Zugbrücke. Ist es nicht mehr weit? Alles klar. Der Champion ist der Stärkste. Eine andere brauche ich nicht. Es ist einfach großartig, unterschiedlich Wesen, wie Menschen und Pokémon miteinander harmonieren. Hier etwa. Okay. Zeit anzurufen. Ey, Spätz. Lass bitte die Zugbrücke runter. Ich habe ein paar Trainer, die gegen dich antreten möchten. Ja, danke. Seht mal. Wieso ist die Zugbrücke überhaupt oben? Das macht es ein bisschen umständlich. Auf mich waren Dreharbeiten, daher verabschiede ich mich jetzt. Die Arena der nächsten Stadt ist etwas eigenwillig, also viel Glück. Danke, Camilla. Ich bin ein Trainer, ich werde immer stärker und lasse meine Siege für mich sprechen. Ach, der Champ wird bald mir Gehör schenken. Und nö. Nix ist, Kollege. Radl. Wieso ist die Musik hier so? Als ob hier was Böses passiert. Merea City! Es hat also mal die Trainer, von denen Camilla gesprochen hat. Ich bin Turner, der Arenaleiter dieser Stadt. Ein herzlicher Empfang dürfte von mir aber nicht erwarten. Das Unterlassen der Brücke ist schuld daran, dass die Kerle von Team Bassman kommen. Und jetzt in der Stadt auf freiem Fuß sind. Das ist aber ärgerlich. Wir sind natürlich sehr dankbar, dass ihr die Brücke von uns runtergelassen habt. Aber deswegen trifft uns doch wegen der Flucht nicht die Schuld.
Ist ja auch egal. Fakt ist, dass ihr jetzt hier seid und die Salucken von Plasma die der Stadt an ihrer abgehauen sind. Auch wenn es jetzt hart rüberkommt, verlange ich von euch, dass ihr die Kerle für mich auswendig macht. Ihr seid schließlich Trainer, oder? Ach ja, wenn ihr die Kerle von dem Plasma findet, seht ihr auch dafür. Trete ich dafür auch in meiner Arena gegen euch an. Toll, was? Das Ganze ist geben und nehmen. Ich verstanden. Ich war nicht auf der Suche nach dem Plasma. Auch wenn ich bei dieser Aktion ein paar von ihnen besiegen kann, werde ich nicht dabei auch noch stärker. Zwei Fliegen mit einer Klappe also. Nun, Barney, ich geh schon mal vor. Tschö. Was im Grunde heißt bisher? Schild lesen. Hey, da fällt einer Moppet. Cool. Bisher war es jetzt so, dass wir in jeder Stadt jemanden von Team Plasma begegnet sind. Also, ne? Langsam kommt es mir vor, als würden wir einfach nur gegen Team Plasma antreten. Quasi Stadt, Team Plasma, Arena-Leiter, bisschen laufen, Stadt, Arena-Leiter, Team Plasma, Arena-Leiter laufen. Bisher kommt's mir so vor. Ich sag's mal so, das ist ein bisschen, naja, nicht so schön, kann man sagen. Ich werde jetzt einen Ball werfen. Ich habe einen Superball. Den werfe ich jetzt. Nein! Tschüss, Herr Kokel. Nächstes Pokémon rufen. Dran ist Garadronis. Und es setzt der Trümmerer ein. Und hat Praktibalk besiegt. Klasse. Ich würde mir den Praktibalk fangen. Ich habe auch für mich eine kleine interne Challenge angesetzt. Ein Terrybug. Garadronis? Setz ein bisschen Fußtritt ein. Wenn du es dabei nicht killst, ist alles klar. Nein! Wieso Bodycheck? Oh. Ich wollte dich doch fangen. Ich habe einen Äther gefunden, das ist schön. Ich finde es interessant, dass es hier mal eine Stadt gibt mit Gras. Ein Gelatini! Die Doppelkampfmusik klingt nochmal ein Stückchen anders. Alles klar. Ich habe irgendwas sogar mal nachgelesen, was rechte Hand ist. Ich hab's nur vergessen. Au. Ah, stimmt, hat weh. Ich werde Zertrümmerer einsetzen und Navitop setzt Ruheort ein. Nein! Ich wollte meinen Gelatini fangen! Oh, okay, um nicht noch mehr wieder zu verschwenden. Kurze Pause. Und da bin ich wieder. Ich habe mir 3 Pokémon gefangen. Eins davon war Terrybug in der Box. Das andere ist Gelatini und Picocella. Schauen wir mal, was die so drauf haben. Das eine ist steigert Effektivität von schwächeren Attacken. Ich habe Picocella jetzt einfach mal als neutrales Pokémon im Team. Mit Typ normal. Und dann hätten wir noch Gelatini. So, das hat Eishaut, regeneriert nach und nach bei Hagel HP und das kann die Attacken
Eissturm und Lawine und Verhöhner und Weißnebel. Was sind seine stärkste Attacke? Anscheinend Lawine. Ich hab's einfach mal mitgenommen. Ich denke mal, im Vergleich zu Caradonis und das andere, was ich dabei hatte, kann man nicht viel falsch machen. So, die Suche nach der Innenstadt von Merea City. Route 6 ist nicht die Innenstadt. Mich interessiert, welche Pokémon das es hier gibt. Oh, ein Sesokids. Schauen wir mal, ob wir es mit Nitro-Ladung begeistern können. Es kann Finte. Die Finte kenne ich noch von meinem süßen Nachtara. Finte ist cool. Nachtara ist noch cooler dazu. Auch wenn Finte die stärkste Unich-Attacke ist, die Nachtara kann, soweit ich weiß. Was ich ein bisschen schade finde. Und ja, jetzt fange ich noch ein Pokémon. Mal schauen, was uns noch begegnet. What? Tanpingnon. Hast du einen Pokéball auf dem Kopf? Ja, du hast ernsthaft einen Pokéball auf dem Kopf. Okay. Seine Flucht wird singend. Was suchen wir jetzt schon mal mit dem Hyperball? Klasse! Tanpingnon wurde gefangen. Tanpingnon oder Pingnon. Pflanzegift! Fällt ein Trainer auf sein Äußeres raus, deswegen komischerweise für einen Pokéball ähnelt, berührt es ihn mit Giftsporen. Ja, es ähnelt nicht nur ein Pokéball, es sieht aus wie ein Pokéball. Drei Schritte gelaufen und ein Pokémon, noch ein Tanpingnon. Okay, das war's. Drei Versuche, zwei Pokémon. Wir müssen eh nochmal hier durch, von daher. Alles klärchen. Weiter auf der Suche nach der Innenstadt. Arena der Turner, ich bedauere sehr, aber der Gut ist gerade indisponiert. Wenn du vielleicht später nochmal aufsuchen würdest. Was hast du für Pokémon? Schiff des Untergrunds, ich tippe auf Boden-Pokémon. Das spricht für Trudy und seinen großen Auftritt. Riesiger Markt? Geil. Shoppen. Aber ein Typ namens Charles hat alles leer gekauft. Arsch. Frische Kumu-Milch. Na, wie wär's? Ich halte Kumu-Milch. Geilo. Ich nehme ein Dutzend. Jetzt habe ich 13 Kumu-Milch. Was verkaufst du? Weil ich ein Pokémon der Stufe 30 habe anscheinend. Anscheinend meintest du, ja, wenn du ein Pokémon der Stufe 30 hast, gebe ich dir was. Und ich habe ja natürlich ein Pokémon der Stufe 30, nämlich Eclair. Expertengurt. Ein Item zum Tragen. Dieser Gurt verstärkt alle sehr effektiven Attacken. Alles klar. Geben. Was trägt Eclair? Mit Sammelett. Eclair ist stark genug. Auch wenn. Nee, Moment. So.
Ja, das hat einen Sinn. Nämlich er ist der Experte. Oder die Expertin, beziehungsweise. Und nämlich deswegen bekommt sie das Zeug. Ja. Das ist so der Sinn der Sache. Sie ist die Expertin, deswegen bekommt sie auch den Expertengut. Und so donnert Eclair noch mehr rein. Also ich glaube, ich muss es mal so ausdrücken, das Pokémon, was Eclair begegnet, wahrscheinlich in One-Hit. Ich glaube, ich bin ja richtig. War nie. Meinst du wirklich, dass die Typen von dem Plasma da drin sind? Kälte ist ja echt nicht mein Ding, aber da hilft wohl nichts. Wir müssen das auch auf den Grund gehen. Nervig, nervig. Dann habe ich so verdonnert, nach dem Plasma zu suchen, weil er Vertrauen in eure Fähigkeiten hat. Ja, ist klar. Wie du machst, ich beschäftige mich immer noch, was er schon gesagt hat. Gewiss für den Trainer wirklich was Wichtigeres, als stark zu sein. Ach, ich kann doch so viel nachdenken, wie ich will. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin so dumm. Das nervt, aber wir sollten uns echt mal darin umsehen. Woo! Rutschi! Rutschi ist cool. Ich habe den Netzball gefunden. So. Rutsch, rutsch. Hallo. Rutsch! Rutsch! Mir macht das Spaß. Kann man sagen, was man will. Was macht der Mutter das Kripidur in so einem eisigen kalten Ort? Wie wär's mit einem Pokémon-Kampf, wenn wir nicht auch zuwarten? Hoffentlich setzt du Eis-Pokémon ein. Du glaubst gar nicht, wie lustig dass ich das jetzt fänden würde. Es wird Zeit, was auszuprobieren. Jetzt kann ich eh keine Elektrofeuer-Pokémon mehr einsetzen. Wunderbar. Yeah, der Kampf. War super. Ach, hier kann ich auch Rutschi machen. Hey, das ist schön. Rutschi, Rutschi, Rutsch. Rutschi, Rutsch. Rutschi, Rutschi, Rutsch. Rutsch, 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 Rutschi, Rutsch. Die Musik ist cool gerade. In den Tiefkühlcontainern gibt es niemanden, der so gut mit Eis-Pokémon umgehen kann wie ich. Danke für die Vorwarnung. Hallo Eis-Pokémon. Habe ich euch schon mal mit Feuerattacken vertraut gemacht? So wie verkochtes Nitro-Lado? Ne? Wenn nicht, hier kommt eine. Gratis zum Ansehen. Kein Ding, mache ich gerne. Upsi, das war ja sehr effektiv. Das ist jetzt ein Praktibalg ein. Praktibalg ist ein Fall für Navitau. Und er setzt Wünschen rein. Fußkick! Und weiterhin. Oh, ich hätte es doch mit Ruckzucki beenden können. Das wäre wesentlich effizienter gewesen. Eisheiler. Das
Lass uns kämpfen. Ihm ist wohl kalt. Rock die Ball. Alles klar, und im nächsten Part kämpfen wir dann richtig gegen die beiden. Also bis dann, haut rein.